Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part Pokémon Showdown. Heute mit einem Team, was ich mit dem lieben Warum Felix gebaut habe fürs letzte CPP. Das hat es dann aber nicht bei mir reingeschafft, sondern die Motto, also ich habe damit nicht gespielt. Denn die Sache war, dass ich ein bisschen was falsch gemacht habe und ja, das Team dann halt falsch war. Und somit habe ich dann ein altes Team verwendet, tatsächlich sogar ein Team, was ich auf dem CPP2 verwendet habe. Und damit war ich relativ erfolgreich, aber dazu in einem anderen Video etwas mehr. Und ja, das Team habe ich auch schon mal hier in Showdown, also in einem Showdown-Video gezeigt. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal zeigen, außer ihr wollt es unbedingt nochmal sehen. Dann kann ich das definitiv nochmal machen. Aber ich dachte mir, komm, dann zeige ich mal in das Team, weil das Team hat es ja auch ins Finale geschafft und ja, mal schauen, wie ich mich mit dem Team hier schlagen werde. Wie gesagt, ich habe das zusammen mit dem Felix gebaut, wobei Felix halt die meisten Ideen da in dem Team hier hatte und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken mal, wie wir uns hiermit schlagen werden. So, ich würde sagen, dass Dimitiros T vielleicht ein potenzieller Lead ist, aber mich würde dieses Panzeron zu sehr nerven. Ich könnte tatsächlich mit Keldeo leaden, aber da ist auch ein sehr Royal, das gefällt mir auch nicht so sehr. Renekton sieht ganz cool gegen das Team aus, aber es hat halt einen Pion Draghi. Ah, das ist ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, ich leade trotzdem einfach mal mit Lando T. Selbst wenn er mit Skarmory leadet, dann kann ich erstmal die Robustheit anknacksen, was ganz nice ist. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die U-Turn. Dann kann ich eigentlich in Keldeo reingehen und vielleicht sogar... ich weiß nicht. Da ist sogar Rocky Helmet. Vielleicht sogar Calm Minden. Ich kann aber auch eigentlich taunten. Aber er geht straight auf Brave Bird. Okay, crazy. Der Junge ist crazy. Ich werde trotzdem auf Taunt gehen, wobei, ich könnte auch auf Combined gehen und danach auf Secret Sword oder so, weil halt ein Gastrodon reingehen wird. Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal auf Taunt. Taunt gefällt mir hier, denn die Sache ist, er könnte in Clef gehen, dann kann er keine Rocks legen, was ganz gut ist. Er kann in Gastrodon reingehen, dann kann er da auch nicht mehr groß recovern oder so für 3 Runden, was ganz nice ist. So, aber er geht hier in Clefable, das heißt, er wird jetzt hier auf die Mondgewalt gehen, wir gehen einfach auch auf Moongus rein. Er geht sogar auf Flammenwurf, er hat Flammenwurf im Set, ja, das passt mir. Denn ich bin AV Amoongus und ich kann jetzt hier eigentlich auf... Na, was will ich hier drücken? Ich könnte ja eigentlich doublen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, will ich das machen? Ja, dieser Skarm, Clef, Gastrodon Core, der ist ein bisschen nervig. Den muss ich durchbrechen. Den geht es zu durchbrechen. Das heißt, ich könnte hier durchaus in Reuniclus doublen. Er geht in Skarmory rein. Und ich werde jetzt hier erstmal Focus blasten. Denn die Sache ist, der hat halt Drapion. Das heißt, der wird jetzt auch wahrscheinlich da reingehen. Ich kann das Ding halt anschippen, was ganz nice ist. Weil wenn Drapion weg ist, dann kann Reuniclus richtig viel gegen diesen Core machen. Außer, das ist Unaware Clef. Er geht jetzt hier auf die Rocks. Ja, das passt mir. Ja, das macht sogar super nice einen Schaden. Ich werde jetzt hier nochmal Focus Blast drücken. Und ja, Core meinten welche nicht wirklich, weil er hat halt Drapion in der Hinterhand. Das bringt mir nicht groß was. Deswegen werde ich einfach weiter nach Focus Burst gehen. Wenn ich treffe, ist das halt ganz nice. Er geht in Clefable. Ha, will ich jetzt hier vielleicht doch auf ein Core Mind gehen? Ich gehe mal auf ein Core Mind. Er könnte halt jetzt hier noch in Drapion reingehen. Ich glaube, das ist auch sein bester Play, um ehrlich zu sein, dass er jetzt hier in Drapion reingeht. Das tut er auch. Ha, will ich hier drin bleiben, trotzdem im Focus Burst rausfahren, weil ich Fistev bin. Er wird halt Pursuit haben. Na egal, ich gehe in Scissor. Ich gehe in Scissor, er geht hier auf Knockoff, das passt. Und ich kann jetzt ja nicht auf U-Turn gehen, wobei... Ja, doch, U-Turn ist hier eigentlich immer mein Play. Weil ich möchte Skarm nicht frei reinkommen lassen. Auch wenn er ja jetzt hier mit Beulenhelm-Schaden reinrückt. Ich kann mich eigentlich relativ gut gegenheilen gegen Scar gegen Drapion. Und ich kann jetzt hier eigentlich in Keldeo reingehen und einfach mal... Secret Sword drücken, würde ich fast sagen. Ich glaube, Secret Sword sollte hier passen. Ich denke schon. Das wird auf jeden Fall Skarmory killen. Alles andere würde mich wundern, oder? Warte mal, killt das vielleicht nicht. Fahren wir ganz kurz. Wir gucken mal lieber, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. Keldeo, weil es natürlich auch auf die physische Verteidigung geht. Secret Sword killt wahrscheinlich nicht. Ich werde dann sogar auf die Hydro gehen. Er geht in Clef, das passt. Er geht in sein Gastrodon aus irgendeinem Grund nicht. Er will das anscheinend noch irgendwie behalten. Deswegen, ja, habe ich jetzt hier das Ganze so gemacht. Und... Ich kann ja nicht Taunt drücken. Ja, ich kann eigentlich ohne Probleme Taunt drücken, weil wenn er Moonblastet, dann ist das so. Aber er will sich nämlich hochheilen. Das ist perfekt. Und das heißt, ich kann jetzt hier wieder in den Moongus reingehen. Und das ist halt super nice, weil ich halt seinen Core langsam aber sicher downchippe. Und das ist sehr, sehr wichtig. So, jetzt kann er hier eigentlich... Woran will er hier gehen? Ah, der Spezialangriff-Drop ist ein bisschen nervig. Ich werde hier auf HP Fire gehen trotzdem. Falls dann Skarmory reingeht, weil mich das ein bisschen nerven würde. Weil er sich dann wieder hochroosten kann und so weiter. Er kann sich halt immer noch hochroosten, was jetzt ein bisschen nervig ist durch den Special Attack Drop. Aber ich glaube, das sollte okay sein, denn... Kann ich jetzt was mit Reuniclus machen? Ah, nicht ganz. Leider nicht ganz. Ich muss, glaube ich, wieder in Keldeo reingehen. Er wird jetzt hier auf Ruheort gehen. Ja, das tut er auch. Und ich werde jetzt hier diesmal Secret Sword drücken.
Oder warte, ich könnte sogar auf Common Mind eigentlich gehen, ne? Common Mind ist mir... Ne, Secret Sword sollte passen. Wenn ein Gastrodon geht, passt das nämlich. Kann ich das ein bisschen anschippen. Alter, das ist sogar ein Two-Hit-KO. Crazy. Also fast ein Two-Hit-KO. Das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal auf Secret Sword. Das ist halt super nice. Alter, Kaleos gegen das Team richtig gut. Also gegen diesen defensiven Core. Das ist schon richtig nice. Da geht jetzt hier auf Recover. Ja, wisst ihr was? Ich gehe hier einfach mal auf Taunt. Ja, wobei, ich werde trotzdem auf Secret Sword gehen. Er wird jetzt hier nicht nochmal auf Recover gehen. Er weiß, dass ich Taunt im Set habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir einfach nicht... Geht tatsächlich weiter auf Recover. Okay. Krass. Dann gehen wir jetzt hier auf Taunt diesmal. Ja, soll er halt machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das so macht. Aber das sollte okay sein. Dann können wir jetzt hier ihn daran hindern, auf Recover zu gehen. Ich werde jetzt hier auf... Werde ich hier auf Common Mind sogar gehen und dann auf Secret Sword? Könnte ich sogar machen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Das gefällt mir tatsächlich ein bisschen mehr, falls er nämlich auf Clefable geht. Er geht jetzt hier auf EQ. Damit kann ich leben. Jetzt kann ich mich super nice anchippen, dieses Gastrodon. Und somit ist ein ganzer defensiver Chor richtig krass angechippt. Und Marmotel hat dann richtig viel Spaß mit dem Team. Der hat richtig viel Spaß. Das ist halt richtig gut. Ich kann jetzt eigentlich auch sogar in Marmotel, denke ich mal, reingehen. Marmotel ist, glaube ich, hier eine gute Option. Ich glaube, ja, die gefällt mir. Holen wir jetzt hier erstmal Memo rein, drücken einfach mal. Ja, ich denke mal, Icicle Crash einfach. Falls er ganz lustig ist und ins Garmory reingeht. So, damit ist Gastrodon schon mal weg. War jetzt nicht sein wichtiges Pokémon. Aber ja, dann kann ich leben. Also, das nehme ich auf jeden Fall. So, das Problem ist, dass er jetzt hier ins Garmory reingehen kann. Will ich das Icicle Crashen? Nee, will ich nicht. Aber er geht in Superior. Okay, er tankt auf jeden Fall einen Eisschad, das weiß ich. Ich gehe auf jeden Fall in Amoongus rein. Ich verliere nichts, in Amoongus reinzugehen. Er doubelt tatsächlich raus. Charizard ist ein guter Play von ihm gewesen. Keine Frage. Und ich habe hier nicht wirklich einen Switch-In für. Ich muss einfach in Reuniclus, denke ich mal, gehen. Wenn das hier Megazard X ist und er auf einen Drangdance geht, dann sollte das passen. Er geht tatsächlich auf Megazard X und auf einen Drangdance. Ich werde hier das Ding auf jeden Fall anschippen mit Psyshock. Ich frage mich gerade, ja doch, ich glaube, ich sollte das Ding immer noch revengen können. Sollte, glaube ich, passen, denke ich mal. Muss halt auch auf Flare Blitz gehen gegen Reuniclus, das ist halt mein Vorteil. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Psyshock gehen, kann es ordentlich anschippen und ja. Er könnte halt Roost haben. Ah, Roost wäre super nervig. Wäre dann Recover mein Play? Recover wäre dann, glaube ich, mein Play, weil ich dann ihm mehr Flare Blitz Recoil reindrücke. So, aber er geht auf Dragonclaw, das heißt, er stirbt und ich kann jetzt ja eigentlich in Memo reingehen. Eyeshard killt ihn safe und damit wäre Charizard dann auch schon weg, was super, super nice wäre. Und dann müssen wir mal ganz kurz überlegen, was wir danach machen. Weil dieser defensive Chor muss halt noch irgendwie durchbrochen werden. Pixie und Skarmory. Können wir eigentlich immer noch durchbrechen, ist jetzt nicht das größte Problem, aber könnte nervig werden. Da geht tatsächlich ein Drapion rein. Ja gut, damit sollte ich eigentlich leben können. So, kann ich hier in Scissor reingehen? Gefällt mir tatsächlich nicht so sehr, jetzt hier Scissor reinzuwechseln. Aber, weil Sache ist Knockoff plus Rocks plus nochmal Knockoff. Wie viel macht das? Gegen Fistef Scissor. Mega. So, das defensive Scissor-Set. Gegen ein Drapion. Gucken wir mal ganz kurz. Ich hoffe nebenbei, dass man jetzt nicht zu krass wird, dass ich noch ein bisschen heiser bin. Ich hoffe, das geht so. Aber ja, wir können auf jeden Fall reinwechseln. Wir sollten zwei Knockoffs tanken. Ja, passt perfekt. Das heißt, ich werde jetzt hier auch auf Hoard gehen. Ah, hat halt dieses Garmory, was er dann hochheilt, ne? Das gefällt mir halt nicht an dieser Tatsache. Aber ich brauche andererseits dieses Scissor immer noch. Und ich kann mich in der Theorie auch gegen Skarmory hochboosten und dann ein bisschen was damit machen. Ah, ich werde auf Hoard gehen. Er geht tatsächlich auf Taunt. Super gut gemacht von ihm. Definitiv. Ja, egal. Ich werde jetzt hier trotzdem U-Turn. Ist halt trotzdem ein Play. Selbst wenn er ins Skarm geht, ich bekomme minimalen Chip-Damage. Aber er bleibt tatsächlich sogar drin. Perfekt. Das ist perfekt. Dann kann ich jetzt hier eigentlich in Lando reingehen. Und ich werde jetzt hier diesmal sogar Defogged, glaube ich, drücken. Weil ich brauche auf jeden Fall die Tarnschande weg für mein Memo, weil dann kann ich ihm Free-Switch in Skarmory geben, könnte dann wieder in Memo reingehen. Das bringt mir halt auch nichts. Ich komme halt aktuell nicht so gut an diesem Skarmory vorbei. Das ist ein bisschen nervig. Aber die Sache ist, wenn ich defoggen kann, ist das schon mal hilfreich. Das ist definitiv schon mal hilfreich. So, jetzt kann ich überlegen, ob ich hier tatsächlich in Memo reingehe. Memo brauche ich aber noch für den Kampf. Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, aber wenn ich jetzt hier in Memo gehe, dann gehe ich auf Icicle Crash zweimal. Ne, ich glaube, ich gehe einfach in Amoongus rein, drücke hier HP Fire. Weil die Sache ist, dass er mit Brave Bird Recoil sich so viel Schaden macht, dass HP Fire wahrscheinlich killen sollte. Weil Brave Bird killt mich auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Das sollte kein Problem sein. Er geht tatsächlich auf Roost, ist, denke ich, auch sein bester Play. Das ist nervig, dass wir Runeclist nicht mehr haben.
Aktuell ist halt deswegen der defensive Core von ihm ein bisschen sehr nervig. Wäre ich einfach mal auf... Ich glaube, ich gehe auf Sludge Bomb jetzt hier. Ah, krass, er geht diesmal auf Brave Bird. Ich dachte, falls er hier rauswechselt, ich glaube, HP Fire wäre trotzdem der Play gewesen. Ja, egal. Sollte passen, denn ich kann jetzt hier eigentlich... Das ist jetzt nervig. Ich sack jetzt hier Scissor. Den muss ich sacken, denke ich mal. Wobei ich hier dagegen sogar roosten kann. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Ich heile mich jetzt hier nochmal hoch mit meinem Scissor. Das passt mir. Wie gewinne ich das? Was für ein Set ist das? Ist das hier Whirlwind oder nicht? Er geht weiter auf Brave Bird. Ja, das passt mir in den Kram. Damit kann ich leben. Ich gehe auf Ward nochmal. Ich überlege hier, ob ich seinen Saat X-Switch-In predikte. Aber naja, geht in Drapion. Nee, okay. Das heißt, ich gehe jetzt hier eigentlich auf U-Turn. Will ich hier trotzdem SD drücken? Ich gehe trotzdem auf SD. Falls er sich jetzt hier denkt, yo, ich gehe hier auf Knockoff, falls er auf U-Turn geht, keine Ahnung. Aber er ist sowieso schneller, ich weiß nicht. Er geht da trotzdem auf Knockoff. Okay, damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Denn ich kann jetzt einfach Bullet Punch drücken. Er könnte jetzt hier nochmal auf Taunt gehen, aber das bringt ihm, glaube ich, nicht mehr so viel. Und die Sache ist, jetzt sollte ich sogar so ziemlich gewinnen, wenn ich das richtig sehe. Er geht jetzt auf Taunt, das ist mir so ziemlich egal. Denn jetzt chippe ich das Ding richtig nice an. Einfach nochmal auf Bullet Punch gehen. Und ja, das ist dann ganz cool. Man kann halt jetzt ins Skarmory reingehen, aber damit hätte ich auch kein großes Problem. Er geht weiterhin auf Knockoff. Ich werde weiterhin auf Bullet Punch gehen. Taunt wird jetzt hier auch gleich vorbei sein. Das heißt, wenn er jetzt hier sein Drapion doch aufsparen sollte und ins Skarmory geht, kann ich einfach dagegen mich wieder hochwarten und keine Ahnung. Dies und jenes halt, ne? So. Was macht er jetzt? Megasaat X sollte sterben eigentlich. Ich gehe auf Bullet Punch. Megasaat X sollte sterben. Warte mal. Ich kalk das kurz, bevor ich hier ein Risiko eingehe. Ich glaube nämlich, Bullet Punch plus 2, das sollte ein Kill sein. Ja, das killt. Das killt, außer es ist irgendwie Full HP oder so. Aber damit ist Saat X weg. Perfekt. Und jetzt sollte so ziemlich Scissor gewinnen. Er könnte halt immer noch HP Fire auf Superior haben. Aber damit sollte ich, glaube ich, nicht so die größten Probleme haben. Vor allem, weil ich noch Memo und Scarf Lando in der Hinterhand habe. Ich gehe trotzdem mal in... Wobei, will ich hier Evian Mungus reinwerfen... Wenn er Flammenwurf, Clefable hat, eigentlich nicht, ne? Ich glaube, ich chip einfach Superior an. Er geht so auf Sub. Krass. Ja, war auf jeden Fall, glaube ich, auch sein bester Play. Irgendwie vielleicht auf einen Choke zu hoffen oder so, keine Ahnung. Ich denke mal, das war auf jeden Fall sein richtiger Zug. Er geht so auf Leech Seed. Ja, passt. Sub Seed oder so. Das gute alte Sub Seed Set, aber mal. Sub Seed ohne Lefties? Okay, krass. Egal, damit sollte Scissor hier so ziemlich gewinnen. Denn er hat zwar... noch sein Skarmory, dagegen mache ich zwar nicht viel, aber auf Dauer gewinne ich halt das Matchup und damit ist das ein GG. Ich glaube, er hätte das durchaus noch gewinnen können. Ich glaube, ich habe das auch nicht optimal gespielt, aber den Sieg nehme ich. Den Sieg nehme ich definitiv. Das sind leckere Punkte, würde ich sagen. Ne, das sind leckere Punkte. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier weiterhin machen oder gegen wen wir hier so rankommen werden. Erstmal werde ich kurz das Design gleich mal resetten. So, OU, warte mal, was ist hier los? OU, bitte. Memo ist cool. Das Memo ist cool, Team. Ich weiß. Super guter Name. Ich weiß. Ich würde gerne ein bisschen was mit Reuniclus machen. Das ist halt super cool, das Set. Ich liebe Reuniclus seit neuestem. Und das Team ist jetzt nicht so Reuniclus-freundlich. Ist ein bisschen schade. Aber okay, mal gucken. Vielleicht kann ich doch noch ein bisschen was machen. So, da ist ein Bishop. Okay. Kaleo ist nicht so nice gegen das Team. Also schon nice, aber nicht so nice, weil er Latios und Azumarill hat. Was ein bisschen nervig dafür ist. Mamoshell sieht eigentlich ganz gut aus gegen das Team. Das ist schon eigentlich ganz nice. Ich könnte eigentlich mit Scarf Lando T leaden. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. Auch wenn ich keine HP Ice im Set habe. Aber ich brauche einfach Steinkante für Ramoth. Weil Sache ist, das Team wird komplett von Ramoth zerstört. Ramoth ist richtig krass gegen das Team. Warte mal, könnte das Scarf Latios mit Icebeam sein? Ah, ich weiß nicht. Es könnte tatsächlich sein. Ich glaube, mein safer Play ist, auf Reuniclus zu gehen, falls er tatsächlich Scarf Latios mit Icebeam ist. Aber er geht auf Psyshock, das ist Live-Op, okay. Ja, das soll dann passen. Ich drücke hier einfach mal Focus Blast, falls er ganz lustig ist und in Bishop geht. Generell treffe ich mit Focus Blast so ziemlich das meiste. Er geht tatsächlich in Bishop, bitte triff. Okay, gut, das war lustig. Ja, er geht tatsächlich in Bishop. Ich sag doch, falls er so lustig ist und in Bishop geht, dann gehe ich auf Focus Blast und dann geht er halt wirklich da rein. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber das macht natürlich für Reuniclus nochmal ein bisschen leichter, das Match. Ja, finde ich gut. So, U-Turn oder Rocks, was wird hier sein Play sein? Eigentlich kann ich in Kaleo diesmal sogar reingehen. Ach, Kaleo kann nicht viel machen. Nee. Das gefällt mir gar nicht. Lando ist halt safe. Ich kann aber auch in Memo gehen, ein bisschen Druck aufbauen. Weil die Sache ist, er wird halt hier die Rocks legen. Weil das muss sein Rocksetter. Er geht tatsächlich auf Knockoff. Ich wollte gerade sagen, das muss halt sein Rocksetter sein.
Aber wobei, er könnte auch Bishop mit Rocks gespielt haben. Wäre durchaus eine Option gewesen. So, ist das jetzt gescarft? Knockoff? Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich unbedingt die Rocks rausbekommen, das heißt, mir ist so ziemlich alles jetzt egal. Er geht auf die Q, das passt mir. Memo ist tatsächlich jetzt hier eigentlich nur wichtig für die Rocks gerade, denn es trifft halt hier um Black, es trifft Charizard, was halt super nice ist. Das heißt, ich kann jetzt hier in Kaleo reingehen, force ihn raus, falls er irgendwie Defog oder so hat. Und ich werde jetzt hier einfach mal auf den Z-Hydro gehen direkt. Er bleibt tatsächlich drin und damit ist sein Defogger weg. Wobei er durchaus noch Latios mit Defog spielen kann. Vor allem jetzt hier mit seinem Life-Orb-Set. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das nicht Scarf-Lati ist. Wobei man auch Scarf-Lati mit Defog spielt, so ist es nicht. Wird er hier auf Defog gehen? Keine Ahnung. Ich gehe trotzdem in Rindeklis rein. Das sollte mit allem klarkommen. Leider ist das wirklich Scarf, nicht Scarf-Lati. Life-Orb-Lati mit Defog. Also ist Memo ein bisschen umsonst gestorben. War vielleicht nicht mein bester Play, aber okay. Dieses Lanty weg zu haben, ist schon ganz cool. Das nehmen wir. Das nehmen wir definitiv. So. Was machen wir jetzt hier, ist die Frage. Einfach Psy-Schocken. Ich kann auch Calm Mind in der Theorie. Ich glaube, Calm Mind ist hier tatsächlich so ein guter Play. Weil Sache ist, wenn wir rauswechseln, bekommen wir auf alles super nice einen Chip drauf. Und wenn er drin bleibt, dann kann ich danach recovern, weil er Draco einsetzen wird. Okay, das macht viel zu viel Schaden. Das macht viel zu viel Schaden. Aber ich sollte trotzdem einen Hit noch überleben. Jetzt bei plus 1 nach den Lefties. Das heißt, wir recovern hier und wenn er hier drin bleibt, Alter, Leute, dann geht er Spaß los. Dann geht er Spaß los mit Rindeklis. Vor allem, weil er jetzt seinen Dark-Type verloren hat. Er kann aber noch Belly Drum Azumarill sein und... Ja, wobei Belly Drum Azumarill wäre eigentlich okay, aber Bandit Azumarill wäre nervig. Er geht in sein Megatron. Megatron, wie auch immer. Sache ist, ich kann halt Focus Blast drücken für einen Kill oder ich gehe auf Psy-Shock für Damage. Ah, komm, ich gehe auf Focus Blast für einen Kill. Head of Outrage, bitte. Triff. Okay, es trifft. Super nice. Kyo und Black weg zu haben, gefällt mir gerade sehr. Ich habe zwar Mega Scissor gehabt, das heißt, so schlimm war Kyo und Black sowieso nicht für das Team. Mega Scissor ist so ziemlich auch mit der beste Check gegen Kyo und Black. Aber deswegen spielen manche auch HP Fire oder so, aber auch nicht so häufig. Aber trotzdem, das Ding weg zu haben, nehme ich auf jeden Fall. Jetzt ist zwar mein Zito Mega ein bisschen angeschwächt, was nervig ist, weil er noch Latios hat und Latios ist durchaus ein Threat. Aber mit Scarf, Lanoti sollte ich damit klarkommen. Sollte eigentlich machbar sein. So, da ist Azumarill. Ich werde das Ding anschippen, falls er irgendwie Belly Drum ist. Ich kann hier nicht rauswechseln, das kann ich mir einfach nicht erlauben. Das heißt, falls er hier auf Bauchtrommel geht, dann passt das. Er geht auf Abschlag. Ich weiß nicht, ist das Bandit oder Belly Drum? Ich glaube wirklich, dass das Belly Drum ist. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Wäre es nicht mein bester Play, dann in den Moves einfach zu gehen und auf Sludge Bomb zu drücken? Ich denke schon. Weil selbst wenn er auf Belly Drum geht... Dann passt mir das. Dann passt mir das tatsächlich in den Kram. Er kann zwar mit hier dem Dingens, mit dem Knockoff meine AV abschlagen, aber er hat wahrscheinlich sowieso Psyshock auf Latios, deswegen ist das so ziemlich egal. Er geht so an Latios rein. Ja, wir haben auch Psyshock schon gesehen. Wir bekommen leider keine Vergiftung, die hätte ich auf jeden Fall ganz gern gesehen. Aber ich kann hier eigentlich in Sheox reingehen, denn die Sache ist, dass ich nicht denke, dass er noch HP Fire im Set hat. Will ich dafür scouten, ob er HP Fire hat oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gehe einfach in Lando. Ich glaube, Lando ist generell ein guter Midground-Play. Weil wenn er hier in Saat geht, dann passt mir das. Er hat tatsächlich HP Fire. Perfekt. Okay, dann kann ich jetzt hier nicht in U-Turn reingehen. Also auf U-Turn gehen. Kann Latios hier besiegen und dann passt das. Weil ich glaube, dass Bullet Punch vielleicht noch nicht gereicht hätte, weil ich halt Fist Death bin auf Scissor. Aber wobei, vielleicht hat es doch gereicht. Ich hätte vielleicht auch einfach auf Bullet Punch gehen sollen oder gehen können. Das passt aber trotzdem. Ich kann ja jetzt in Kaleo reingehen, weil ich möchte hier tatsächlich lieber Azumarill sehen als Glurak. Glurak gefällt mir nämlich gerade aktuell nicht so sehr. Denn das Ding kann definitiv noch gewinnen. Und ich werde jetzt hier taunten. Falls... Welche taunten? Ich glaube, ich werde tatsächlich taunten, falls der Belly Drum ist. Weil ich gegen Belly Drum sonst verliere. Das ist mein Play. Head of Play Rough, also ist das wahrscheinlich gebandet. Okay. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, mein Play, hier einfach auf Taunt zu gehen. Und dann können wir jetzt hier, denke ich mal, einfach in Humongous reingehen und Matschbombe drücken. Und eigentlich kann der Humongous jetzt hier richtig viel machen. Humongous kann das hier in der Theorie auch jetzt hier gewinnen. Und ist jetzt hier doch Sea Belly Drum? Krass. Ah ja, Sea Belly Drum geht ja auch gegen Taunt, ja. Aber Matschbombe kommt und damit ist das Ding weg. Ja. Hätte er dann Sea Belly Drum nicht drücken können? Gegen Kaleo und hätte vielleicht sogar gewonnen. Nicht ganz. Hat doch einen. Na, wobei nicht ganz. Bullet Punch plus Secret Sword hätten ihn, glaube ich, in eine Range gehauen. Also hätten ihn gekillt, meine ich. Ich glaube nicht. Also ich glaube, das hätte er nicht gewonnen. Er geht jetzt hier auf Dragon Dance. Ja, passt. Ich kann jetzt hier auf Match Bombe gehen, kann vielleicht eine Vergiftung bekommen, was super nice wäre. Bekommen wir leider nicht. Das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen blöd. Aber er muss halt auf Flare Blitz gehen. Das ist die Sache. Er muss halt jetzt auf Flare Blitz gehen. Einfach mal, es ist. Oh. Es ist Zard Y. Das ist interessant. Die Sache ist, dass ich halt mit AV einen Hit tanke. Ah, das ist gerade schwierig. Ich
könnte mich halt jetzt hier hochheilen zweimal. Aber ich glaube, ich komme trotzdem nicht in eine Range, wo ich einen Hit überlebe. Ganz knapp könnte ich das schaffen. Aber Matschbombe reicht halt nicht. Ach, die Vergiftung wäre so nice gewesen. Die bekommen wir halt jetzt nicht. Das heißt, ich glaube, ich muss hier trotzdem Lando T sacken. Ich sack hier einfach mal Lando T. Denn die Sache ist, ich bin halt zwar gescarft, aber er ist halt bei plus 1. Und dann gehe ich auf Humongous. Warte mal ganz kurz. Wie viel macht Cesar gegen dieses Charizard? Alter, die Vergiftung wäre so nice gewesen, ne? Die wäre halt echt hilfreich gewesen. Okay, Bullet Punch, warte mal, Bullet Punch killt? Was? Ah, ich bin auf plus 2 eingestellt. Moment. Ja, never mind. Dann geht das natürlich nicht. Das heißt, ich muss eigentlich in den Humongous gehen. Aktuell ist mein einziger Play tatsächlich, meine Humongous so hoch zu heilen, dass ich damit vielleicht gewinnen kann. Jetzt geht er halt nochmal auf Flammenwurf. Mein Scissor ist weg. Und jetzt muss ich halt einfach... HP Fire macht nicht mehr Schaden, nee. Matschbombe ist meine stärkste Attacke gegen ihn. Das heißt, ich gehe auf Matschbombe und muss auf die Vergiftung hoffen. Ah, es killt so, er hat eine gute Roll bekommen dieses Mal. Schade, schade. GG. Alter, hätte ich die Vergiftung bekommen, Mann, dann hätte ich das noch gewonnen. Ja, ich weiß nicht, wo ich das anders hätte spielen sollen. Vielleicht hätte ich Kaelion nicht reinwechseln sollen. Generell war der Play mit Taunt vielleicht auch gegen Azumarill nicht so super. Vor allem, weil er ja auch sehr easy Battle Drum haben kann und das Taunt umgeht. Keine Ahnung, irgendwie überlege ich gerade, wie ich das hätte besser spielen können. Aber ich hätte das auf jeden Fall besser machen können. Da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, das hätte ich auf jeden Fall gewinnen können. Ich überlege halt nur gerade, wie. Auf jeden Fall hat mich dieses Saat-Y stark überrascht mit dem Drachentanz. Bei Sache ist, Saat-X wäre kein Problem gewesen, weil er hätte auf Flammenblitz gehen können oder gehen müssen. Hätte sich selber durch Rückstoß besiegen können. Saat-Y mit Drachentanz wiederum hat komplett alles hier tatsächlich... ja, machen können. Also war halt gut gemacht von ihm. Ich habe halt Memo ein bisschen blöd abgeworfen. Das war vielleicht auch ein kleiner Fehler. Aber ich würde sagen, ja, war auf jeden Fall trotzdem, denke ich mal, ein schöner Part für zwischendurch. Mit einer noch nicht so hundertprozentigen Stimme bei mir. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt raushört. Für mich hört sich das halt richtig extrem an. Aber bei euch ist das wahrscheinlich nicht so extrem. Also für euch hört sich das nicht so extrem an. Aber egal, wie immer, Bewertungen und Kommentare sind sehr gern gesehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.